Sonntagmorgen, da schlafen noch alle Nerds. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr alle da seid und das live guckt und nicht bloß aus der Konserve. Ja, ich bin der Sir Goofy und ich erzähle euch etwas zu meinem Hackerdorf. Ja, weil wenn ihr auf dumme Tipps steht, dann kauft euch ein Haus oder bekommt ein Kind. Ich habe beides gemacht und bekomme jede Menge dumme Tipps, so von vor 30, 40 Jahren. Also damals, als die Mauer noch da war, das Benzin verbleibt war und ja, das ist halt, kann man machen, aber ist halt blöd. Deswegen gebe ich euch heute Tipps zum Thema gemeinsam wohnen für Nerds, die einem wirklich helfen. Zumindest, wo ich mir gewünscht hätte, wenn man mir die vorher gesagt hätte. Ja, ich habe Bällebad im Wohnzimmer und ja, ich saß halt vor langer, langer Zeit mal im BCC, als das mit dem Bällebad noch neu war und fand das eigentlich ziemlich cool und habe da gedacht, ach, da kann man super hacken. Habe ich mal geguckt, was das kostet. Das war gar nicht so teuer, das war eher so Preisregion eines guten Sofas. Habe ich gedacht, okay, wenn ich irgendwann umziehe, nicht mehr im WG-Zimmer wohne, dann will ich auch ein Bällebad haben. Ja, da bin ich umgezogen und dann hatte ich plötzlich ein Bällebad in meinem Wohnzimmer. Ja, und dann saß ich in meinem Bällebad und dann habe ich gedacht, ja, ist schon cool, aber irgendwie sitze ich da ziemlich selten drin. Und ja, es gibt viele Dinge, die ich gerne haben möchte oder habe, aber die ich halt nicht unbedingt exklusiv für mich alleine brauche. Das ist nicht nur das Bällebad, sondern auch irgendwie ein großer Garten. Großer Garten ist cool, aber irgendwie habe ich auch keine Lust, meine ganze Freizeit damit zu verbringen, da irgendwie Rasen zu mähen und irgendwelche Tomaten zu schneiden. Ich will eine Werkstatt haben, möchte mal was sägen, mein Fahrrad reparieren, ja, mal was löten, 3D-Drucker, eine Partyküche haben, wenn ich mal irgendwie viele Leute da habe und wir gemeinsam was backen wollen. Vielleicht ein Pool, Coworking, damit ich nicht mehr bloß alleine in meinem Büro sitze. Und ja, das sind lauter Sachen, die kann man super teilen, die brauche ich aber nicht alleine. Und da habe ich überlegt, was kann man da machen? Ja, wer von euch weiß, was ein Hackerspace ist? Ja. Wer von euch ist häufiger in einem Hackerspace? Und wer von euch, ja, würde gerne näher an dem Hackerspace dran wohnen? Ja, ganz viele, ganze Raum. Ja, ja, und das ist so der ganze Gedanke von, ja, man könnte diese ganze Infrastruktur teilen und das halt möglichst nah. Und das hatte, als ich das die entwickelt habe, habe ich das meinem Bruder erzählt und der meinte so von, ja, irgendwie hast du da schon recht, dieses Konzept, neben Leuten zu wohnen, die man potenziell irgendwie hasst, ist irgendwie nicht so richtig erstrebenswert. Weil ich glaube, wir hatten alle schon mal Ärger mit unseren Nachbarn. Das ist halt irgendwie schon irgendwie blöd, da irgendwo hinzuziehen und ja, die Leute, die halt direkt neben einem sind, die sucht man sich am allerwenigsten aus. Ja, die beste Nachbarin, die ich hatte, die war halt irgendwie dement und schwerhörig. Das war super. Und selbst da fände ich es halt cooler, wenn sie halt nicht da gewesen wäre. Also ja, man müsste halt wirklich mal hingehen und sich diese Nachbarn einfach selber aussuchen. Also quasi so ein nebeneinander wohnen, wie in einem Dorf. Das heißt, man kann wirklich nebeneinander wohnen, die Sachen, die man haben möchte, teilen, nämlich zum Beispiel diesen großen Garten oder diese Fahrradwerkstatt. Und ja, wenn ich meine Ruhe haben möchte, kann ich trotzdem meine Tür zumachen. Ich bin also nicht irgendwie in der WG und habe dann da irgendwie die Küche. Und wenn ich morgens aufstehe und mal einen schlechten Tag habe, dann sind da trotzdem schon andere Leute in der Küche, bevor ich meinen ersten Kaffee hatte. Wenn ich also meine Nachbarn nicht sehen möchte, mache ich die Tür zu, dann habe ich meine Ruhe. Und wenn ich das 2 Monate machen möchte, dann mache ich das 2 Monate lang, habe 2 Monate lang meine Ruhe. Aber ja, das ist halt wirklich so eine Sorte Nachbarn aussuchen. Deswegen im Dorf. In einem Dorf wohnt man auch zwar gemeinsam in diesem Dorf, aber nebeneinander. Und man kann zusammen diese Infrastruktur teilen. Ja, das ist das ganze Konzept von diesem Hackerdorf. Man kann einfach nebeneinander wohnen und Synergieeffekte nutzen. Ja, wie kann sowas aussehen? Man hat auf der einen Seite Gemeinschaftsräume, nämlich einen Gemeinschaftsgarten, eine Gemeinschaftswerkstatt, eine Gemeinschaftsküche, Coworking-Räume, whatnot. Und man hat getrennte Räume, nämlich getrennte Wohneinheiten. Man ist wirklich seine eigene Wohnung und kann dann da getrennt voneinander wohnen, hat seine Ruhe, nämlich irgendwie Geräuschisolation. Man ist da also nicht irgendwie durch Papierwände oder irgendwie eine Holzdecke getrennt und kann also halt wirklich getrennt wohnen. Ist auch wichtig, dass man halt wirklich da auch seine Ruhe hat und dann nicht irgendwie ja den ganzen Tag den Nachbarn da das schreiende Kind hört, während man da irgendwie sich konzentrieren muss und arbeiten muss. Und auch nicht, dass man irgendwie ja alle zusammen irgendwie eine gemeinsame Terrasse hat, was ja blöd ist, weil ja morgens stehe ich auf, möchte vielleicht die Sonne genießen, meinen ersten Kaffee trinken und dann möchte ich vorher vielleicht noch niemanden gesehen haben. Und es ist total blöd, wenn ich dann da rausgucke und sehe von Mist, der Martin, der ist früher aufgestanden, der sitzt jetzt schon auf der Terrasse und ich habe jetzt keine Lust auf den Martin. Deswegen, ja, deswegen muss man das auch wirklich beim Design schon überlegen, dass man es halt auch trennen hat. Man muss nicht bloß überlegen, was man gemeinsam machen möchte, sondern auch, wie man das vernünftig trennen kann. Und zwar auch ja, für eine lange Zeit. Ja,
Wenn ich sowas erkläre, kommen immer Leute von, aber das ist doch eine WG. Nein, es ist keine WG, weil ich teile nicht meine Küche und nicht mein Badezimmer. Aus dem Alter bin ich raus. Es ist auch keine Kommune, wir wohnen nicht zusammen und teilen auch nicht unser Einkommen und kochen vielleicht mal zum Spaß zusammen, machen nicht alles andere zusammen. Und es ist auch kein Hackerspace, weil ein Hackerspace, das ist halt so ein Verein, da können alle kommen. Und das ist hier eher so, ja, ich teile meine Werkstatt und meinen Garten. Ja. Und das Ganze führt dann dazu der Frage von, ja, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir als Hacker eigentlich leben und wohnen? Ist das irgendwie so dieses rein Endhaus? Ist das unser Wunschtraum oder wollen wir ganz anders leben? Und ja, Ende von meinem Pitching-Vortrag, ich habe da schon häufiger mal drüber erzählt, war immer so der Abschluss so von, ja, leg los, bevor es zu spät ist, weil irgendwann ist genau dieses rein Endhaus gar nicht mehr so eine doofe Idee. Wobei so ein Endhaus hat häufig halt genau keine Werkstatt und keine Garage und auch sonst sehr wenig, was man eigentlich als Hacker haben möchte. Vielleicht passt das Bällebad ins Wohnzimmer, aber dann war es das auch echt. Ja, und ja, dann habe ich halt mal irgendwann losgelegt und ja, naiverweise, how hard can it be? Ja, wir machen diese Dinge nicht, weil sie einfach sind, sondern weil wir dachten, dass es einfach ist. Ja, how hard can it be? Ja, dachte so von, na, das ist ein Projekt, Projekt kann ich. Ja, machen wir so eine Projektstartphase. Wir arbeiten Liste mit Must-Haves, Nice-to-Haves. Wir haben ein bisschen die Möglichkeiten evaluiert. Was können wir uns denn so leisten? Wie könnte sowas ausschauen? Und dann haben wir 2019 begonnen mit Besichtigungen. Ja, dann ist dann sehr viel Zeit ins Land vergangen, sehr viele Dinge passiert. Und am Ende haben wir jetzt Beginn dieses Jahres eine Immobilie gekauft. Ja, und jetzt erzählen wir ein bisschen über, was dazwischen so passiert ist. Ja, was bisher geschah. Wir haben also jahrelang Anzeigen gescrollt. Ihr seht also 2019, 2024, das ist einige Zeit dazwischen. Wir haben ja, hunderte Anzeigen durchgescrollt, viele Objekte geprüft, ewig viele Objekte besichtigt, ganze Reihe intensiv evaluiert, also wirklich, wie kann sowas ausschauen, wie müsste man das umbauen, ja, ist sowas realistisch finanzierbar, wie muss man das machen, ja, bis am Ende dann ein Objekt rausgekommen ist. Ja, und dabei gab es einige Herausforderungen, ich sage nicht Probleme, ich bin ja Wissenschaftler, wir sind Herausforderungen. Man muss auf der einen Seite halt dieses passende Objekt finden, das muss zu den eigenen Möglichkeiten passen, also es kann nicht irgendwie utopisch teuer sein und es nicht muss irgendwie ein Wolkenschloss sein und es muss am Ende auch ja, die Wünsche und Vorstellungen von allen Beteiligten entsprechen. Und genau das ist so der Hauptknackpunkt an der ganzen Geschichte, weil es gibt da viele Beteiligte und man muss die alle unter einen Hut bringen. Und dafür muss man sich wirklich diese Frage stellen, was ist denn dein Lebensentwurf? Und ich weiß das vielleicht für mich selber relativ gut, aber für alle anderen ist das dann halt immer so ein bisschen herausfordernd. Ja, da muss man sich wirklich fragen, was ist mein Lebensentwurf? Wie will ich denn leben? Wie will ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre verbringen? Ja, wie sieht meine Zukunft in 20 Jahren aus? Und das ist für uns alle schon irgendwie so eine sehr abstrakte Frage, aber irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, wenn man halt so ein großes Projekt angeht, wie das dann wirklich aussehen kann. Ja, das Ganze, wenn ihr sowas auch machen wollt, das wird eine harte Zeit, weil ihr müsst wirklich Lebensentscheidungen treffen. Und da muss man auch dann ehrlich sein, es ist ein sehr großes Projekt und diese Entscheidungen, die sind dann auch relativ fix. Da geht es um richtig, richtig viel Geld. Dieses Projekt ist auch größer als ihr selbst. Also wenn man plötzlich über solche Immobilien redet, dann ist man schnell mal bei einem siebenstelligen Bereich, also über Millionen Euro redet man da. Da ist die Monatsrate deutlich über deinem Nettoeinkommen, also das kannst du alleine gar nicht stemmen und ja, das kann dir auch dein Leben versauen, wenn man da irgendwie groben Unfug baut. Also muss man wirklich vorsichtig mit umgehen und ja, entsprechend schwierig wird das Ganze. Da kann man nicht mehr dagegen das Auto kaufen oder sowas, einfach easy. Ja? Und wenn ihr sagt von hier, ja, mein MacBook ist runtergefahren, da kann man einfach kaufen. Ja? Das andere, das ist wirklich, legt ihr euch auf Dekaden hin fest. Ja, wie macht man das Ganze? Wir haben damit gestartet, dass wir regelmäßig Immobilienportale durchgeschaut haben, Immobilienunterlagen angefordert haben und dann kann man die sichten und dann kann man überlegen, ob das passt, ob das was für einen ist, ob man sich das näher anschauen möchte. Zur Organisation kann ich sehr empfehlen, ein Kanban-Board. Super sinnvoll ist da die Funktion, dass man da Coverbilder einbauen kann. Trello kann das, Nextcloud kann das, dass man da wirklich Bilder drüber legen kann, weil sonst hat man ja nach der fünften Karte mit ja, Bauernhof mit 500 Quadratmeter Wohnfläche oder so oder 3 Hektar Land ist halt irgendwie
kann man das halt nicht mehr richtig unterscheiden. Deswegen ist so ein Coverbild halt super. Da kann man dann halt Spalten anlegen, weil ihr kennt bestimmt alle ein Kanban-Board, da kann man Spalten anlegen, sagen von zum Beispiel, wir haben was Neues gefunden, da haben wir die Unterlagen gefordert, da haben wir sie bekommen, das besprechen wir jetzt und das wollen wir jetzt wichtigen, da warten wir hier auf Rückmeldung. Und ja, super praktisch ist auch, dass man da Dateien anhängen kann. Man kann also die ganzen Unterlagen, die man bekommen hat, dann anhängen und hat dabei auch eine Kommentarfunktion, kann da also so ein bisschen Diskussionen machen. Trotzdem ist super wichtig, dass man regelmäßig Termine macht, um genau diese Sachen durchzusprechen, weil sonst machen manche Leute, gucken sich intensiv Dinge an, manche Leute eher weniger und dann muss man halt trotzdem irgendwie gucken, dass man alle Leute mitnimmt und nicht Leute irgendwie abhängt, weil sonst sind die einen Feuer und Flamme und die anderen wissen noch gar nicht, worum es geht. Deswegen regelmäßig Termine, um mit allen zu sprechen und alle Leute mitzunehmen. Dieses Mitnehmen ist wirklich so einer der Hauptpunkte bei diesem ganzen Projekt. Ja, wie kann so ein ganzes Hackerdorf denn ausschauen? Es kann natürlich ganz was sein wie mehrere Häuser dabei. Man kann natürlich auch darüber reden, ob man jetzt einen Bauernhof kaufen möchte, Gutshof oder ein Schloss oder irgendwas Ähnliches mit Wohnungen drin. Das kann man natürlich auch entsprechend umbauen. Man könnte auch einfach einen Reihenhausblock kaufen oder hinstellen. Dann hat man halt auch was Fertiges. Man kann auch ein Mehrfamilienhaus kaufen, das ist gar nicht so teuer, weil das ja häufig von Investorenleuten gemacht wird, die das halt dann vermieten wollen, damit Geld verdienen wollen und dadurch ist es auch gar nicht so unattraktiv, verglichen mit zum Beispiel dem Kaufen von einzelnen Häusern, was die Leute halt kaufen, weil sie es halt cool finden. Aber man kann auch viele andere Sachen sehen, also wenn man mal in der Immobilienportalen schaut, bei Spezialimmobilien gibt es lauter coole Dinge, die man sich anschauen kann. Aber eins kann ich euch versprechen, es wird eine super, super lange Reise. Das dauert Jahre und das Ergebnis davon ist unklar. Aber wenn was rauskommt, wird es bestimmt cool. Aber ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass ihr auf der einen Seite Bob the Builder seid. Also ihr müsst dann ja doch einiges an Umbaumaßnahmen machen. Egal, was ihr machen wollt, werdet einiges daran anpassen müssen. Aber ihr seid nicht nur Bob the Builder, sondern ihr seid auch Adam the Architect. Ihr müsst also auch ja, planerisch auftreten. Also ihr müsst überlegen, von wie es denn ausschauen muss, weil die wenigsten Sachen, die ihr so kaufen könnt, die entsprechen genau den Anforderungen, die wir halt eben hatten. Dass wir halt und getrennte Wohneinheiten und Gemeinschaftsräume haben. Weil wenn man jetzt an irgendeinen Wohnblock denkt oder so, der hat vielleicht als Gemeinschaftsräume den Waschkeller und irgendwie ein Fahrradkeller oder was. Ja, das war es dann aber auch echt. Ja, vielleicht doch irgendwo eine Grillecke oder so. Aber ja, das ist halt nicht das, was wir wollen. Das heißt, da muss man immer schon planerisch auch schon eingreifen. Und das Ganze muss man managen. Also ihr seid auch Peter, der Project Manager, um das Ganze dann irgendwie voranzubringen. Auch zu gucken, dass das irgendwie realistisch bleibt, irgendwie in Budgetrahmen bleibt und dadurch auch irgendwie durchführbar bleibt. Die Schwierigkeit ist wirklich dabei, alle Beteiligten mitzunehmen, genau diese schwierigen Lebensentscheidungen zu treffen, die auch unangenehm sind. Weil ich meine, ja, wir entscheiden uns für ja, einen Computer kaufen, ein Auto kaufen oder irgendwie eine Wohnung umziehen. Das sind aber Entscheidungen, das kann man mal eben so revidieren. Umziehen, das ist ein paar tausend Euro, ist kein Problem. Haus kaufen, naja, da sind die Nebenkosten schon 10% von dem, was da als Preis aufgerufen wird. Also Geld, das einfach direkt verpufft, wenn er den Notarvertrag unterschreibt. Und das kann man also nicht mal eben so ändern. Das Ganze ist also ein Riesenprojekt und ja, da passieren viele tolle Dinge. Mittlerweile ist mein großer Held der Ronny Schäfer. Wer kennt den Ronny Schäfer? Das ist der Held für alle Achterbahnbauer und Kranführer. Der ist bekannt geworden durch eine Achterbahn-Doku, wo er sich aufgeregt hat, weil die Leute alle unfähig sind auf der Baustelle. Und ja, das bin ich mittlerweile auch, weil er ist mein großer Held, weil wenn man umbaut, dann sieht man sofort noch, Leute haben alle keine Ahnung. Dann ist das wirklich mein Ding von, ja, können Fragentätze müssen verdichtet sein. Haben die kein Bandmaß, das 8 Meter lang ist? Können wir nachher uns anschauen, genau. Ja, es geht also wirklich darum, dass wir Lebensentscheidungen treffen und diese Frage stellen, von wie wollen wir in 20 Jahren leben. Und das Problem ist wirklich, bei weniger als 20 Jahren, ich habe es gerade schon angerissen, diese Nebenkosten, die fressen euch auf, bei weniger als 20 Jahren braucht ihr euch kein Haus zu kaufen. Könnt ihr einfach euch sparen, da gibt es andere Sachen, die günstiger sind. Und ihr müsst euch wirklich die Frage stellen, ist es wirklich das, was ihr wollt, dieses riesen Ding zu machen? Wenn ja, cool, wenn nein, besser
könnt auch die Zeit mit was anderem verbringen. Ein Hackerdorf bedeutet auch immer Kompromisse. Also ihr müsst damit deutlich mehr Kompromisse eingehen, als wenn ihr euch einfach selber ein Haus kauft oder selber irgendwo eine Wohnung mietet oder so. Bezüglich Lage, bezüglich Größe, bezüglich Ausstattung. Da kann man, wenn man sagt, ich muss 3 Häuser im Kreis kaufen, da gibt es einfach nicht so viel Auswahl. Da seid ihr froh, wenn ihr überhaupt irgendwie was findet. Oder wenn ihr halt sagt, ich brauche einen Gutshof, wo man halt Wohnungen reinbauen kann, da gibt es halt auch nicht so viel. Insbesondere nicht, wenn man dann auf Lagezappe ankommt. Und es gibt natürlich auch gute Alternativen. Man kann auch einfach ein Einfamilienhaus kaufen, ist man schnell fertig. Eigentumswohnung ist auch schnell fertig. Oder einfach auch Wohnung mieten und nebenbei Geld sparen. Das ist finanziell durchaus attraktiver. Jeder, der ein Haus hat oder eine Eigentumswohnung hat, der kann euch da Storys erzählen von Eigentümergemeinschaften oder von, man Haus renovieren, ist eine Geldsenke ohne Ende. Da ist Wohnung mieten halt auch einfach die einfachere Lösung. Und ganz kurzer Exkurs. Ich hasse Immobilien wirklich, weil es nämlich genau das Gegenteil ist von Computern. Ich bin Computermensch, ich mag Computer. Computer sind super, ist Industrieware, ist Standard, kann man von der Stange kaufen. Ich kann entscheiden, ich brauche ein T490 Modell so und so. Da kann ich lange drüber meditieren, was ich da genau haben möchte. Das kaufe ich dann und fertig. Software ist super, einmal gemacht, überall einsetzbar. Git, Clone, Make, kompiliert, alles super. Wenn ich was anpassen muss, hier eben was so rum frickeln, kein Thema. Ja, Kosten null. Immobilien sind immer blöd, weil es ist immer teuer und individuell. Also wenn ihr anfangt, ist das halt, dagegen ist das Notebook ein Klatsch. Es ist teuer, es ist individuell. Ja, wenn ihr euch ein Haus anschaut, jedes Haus, selbst wenn es irgendwie das rein Standardhaus ist oder irgendwie so ein Fertighaus, sind die immer individuell. Da hat irgendjemand Fliesen ausgesucht, da hat irgendjemand noch eine Wand eingezogen, es ist immer angepasst worden. Es sind immer Einzelfälle, wo man auch die Lage betrachten muss. Es gibt immer nur genau ein Ding davon. Wenn es verkauft wurde, wenn es weg ist, dann ist weg. Da könnt ihr wieder neu anfassen. Und Anpassungen werden immer teuer. Also wenn ihr sagt hier, da möchte ich hier noch irgendwas dran bauen oder hier eine Wand weg oder da noch 3 Räume extra, wird super teuer, super aufwendig. Deswegen, Immobilien ist so ein Hassthema von mir. Aber gut, wer kommt nicht drum rum, man muss ja halt irgendwie drin wohnen. Ganz kurz auch noch etwas zum Thema Eigentumsmodelle. Da kommen häufig so Leute von, und wie macht man das? Ich muss sagen, dieses Eigentumsmodelle, da muss man sich auch mal kurz Gedanken drum machen. Ich würde sagen, es ist gar nicht der Knackpunkt. Man muss ein bisschen überlegen, was man eigentlich möchte und dann kann man das umsetzen. Leute kommen immer zum Thema Tipps. Ja, mach doch eine Genossenschaft. Genossenschaft, super viel Arbeit, teuer zu machen, aufwendig, braucht man nicht. Mach was Einfacheres. Ein Vermietungsmodell zum Beispiel, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus, was liegt dann näher, als das einfach dann zu vermieten und ich vermiete einfach Wohnungen an andere Leute, dann haben die anderen Leute wenig Bindung, es ist ein klares Modell, wenn ich zur Bank gehe, easy. Man kann eine Eigentümergemeinschaft machen, man teilt das Ganze auf in Eigentumswohnungen und man kann dann halt gemeinsam über die ganze Immobilie entscheiden. Das ist auch relativ klar, weil es auch rechtlich relativ geläufiges Modell ist. Oder man kann auch ein bisschen was anderes machen, zum Beispiel eine GbR gründen, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist so die einfachste Gemeinschaftsunternehmensform, die man machen kann. Und das eignet sich auch super, um halt so etwas zu verwalten wie eine Immobilie. Weil es auch ziemlich einfach ist, straightforward. Und damit kann man auch einfach dann so etwas verwalten. Aber diese ganzen Sachen, das kann man sich am Ende im Nachgang schauen, wenn man halt konkret wird. Wichtig ist, dass man sich wirklich die Frage stellt, was ist mein Ziel? Wie groß ist der Verwaltungsaufwand? Wie hoch sind die Nebenkosten von diesem ganzen Verwaltungsmodell? Und am Ende auch, wie läuft die Finanzierung? Weil ihr müsst das Ganze auch irgendwie in der Bank verkaufen, damit die euch dafür einen Kredit gibt. Weil häufig habt ihr das Geld nicht einfach mal eben so auf der hohen Kante dafür. Dann kommen wir auch direkt zum Thema Finanzierung. Das klingt auch immer schwieriger, als es ist. Meine persönliche Empfehlung ist, das selber rechnen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Zahlen so sind, damit man ein bisschen sich Zahlen anschauen kann und am Ende dann direkt eine Einschätzung bekommt von, das ist machbar, das ist nicht machbar, da wird die Rate ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Und persönlich nehme ich auch immer relativ konservative Annahmen, also im Vergleich zu den Bankberatern, die halt da doch häufig deutlich ambitionierter sind, um so zu sagen. Wenn man da mit diesen Bankberatern mal redet, kommt man auch relativ schnell an den Punkt, dass man davon, die kochen auch nur mit Wasser und ich habe denen halt am Ende auch irgendwie so erklärt, was ich eigentlich haben möchte und die haben gesagt, machen wir. Weil
jeder, der irgendwie rechnen kann und Excel bedienen kann und der kann halt so einen Finanzierungsplan eben so aufstellen. Ihr selber wisst ungefähr selber, was ihr braucht und wenn man da jetzt nicht irgendwie utopisch hohe Raten annimmt, ist das eigentlich alles kein großes Problem. Wichtig ist wirklich, dass man dieses Finanzierungskonzept so einfach hat, dass es der Bankberater auch versteht, weil diese Bank muss es verstehen und die Bank, die scheut halt jedes Risiko. Und es ist auch sehr empfehlenswert, wirklich Reserven zu haben, damit man ruhig schlafen kann, weil es kann alles möglich passieren. Es ist ja nicht nur du selber, sondern es gibt da viele andere Leute und viele andere Faktoren dabei. Und ja, Leute steigen aus, die lassen sich scheiden, verlieren Jobs, kriegen neue Jobs, whatnot. Da kann alles Mögliche passieren. Es gibt Sachen wie Fördermittel, habe ich auch mittlerweile irgendwie so nicht so gute Erfahrungen mit, weil die Förderprogramme, die ändern sich schneller, die laufen schneller aus, als dass man irgendwie was planen kann. Weil wenn ihr, sagen wir mal, die Heizungsanlage ändern wollt und energetisch was sanieren wollt, das sind Projekte auf Jahre hin. Ja, und dann ist halt nach 3 Monaten das Geld alle von dem Förderprojekt, oder die haben sich mal wieder überlegt, wir ändern die Regeln. Ja, dann steht ihr da und dann fehlt euch da irgendwie ein Batzen Geld, so 10.000 Euro, die dann plötzlich puff nicht mehr da sind. Deswegen Reserven ist immer gut zu haben. Es wirkt wirklich dazu, dass man mehr ruhig schlafen kann. Und wenn ich jetzt überlege, 2019, als wir begonnen haben zu suchen, da waren die Zinsen so bei 1,6% oder so realistisch, was ich dann der Bank im Jahr bezahlen muss. Jetzt sind es bei 4, irgendwas. Der Ölpreis, der war damals bei 50 Cent. Mittlerweile ist der bei einem guten Euro den Liter. Also man sieht, dass halt ganz schnell Dinge ändern können, die einem wirklich dann das Genick brechen können am Ende des Tages. Und dieses Genick brechen, das kann euch wirklich das Leben versauen, weil ihr wollt ja am Ende auch irgendwie eine coole Zeit haben und nicht nur für das Haus arbeiten und Überstunden schieben, nur damit ihr es finanzieren könnt und dann halt keine Zeit mehr haben, um das ganze Ding zu genießen. Ja, paar Tipps dazu, wenn ihr euch wirklich überlegt, sowas zu machen. Mein Lieblingsding ist mittlerweile die Fickt-Euch-Allee, weil was haben sie mir nicht alles erzählt? Jede Menge dumme Tipps. Ich gebe euch hoffentlich ein paar Tipps, die helfen. Der wichtigste Tipp ist, gute Planung kostet Zeit. Auch wenn ihr denkt so von, ach, ich habe jetzt hier ein Haus und ich tue jetzt Dinge und ich fühle mich jetzt voll schlecht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit im Warmen sitze an meinem Computer und da irgendwelche Dinge zeichne. Und die anderen stehen draußen im Regen und müssen Sand schaufeln. Lohnt sich trotzdem, weil gute Planung kostet einfach Zeit. Nehmt euch die Zeit. Gute Planung, dafür muss man in Ruhe nachdenken können und zwar stundenlang nachdenken, damit man eine gute Idee bekommt. Und die gute Planung, die macht Sachen schneller und schöner und besser. Und das spart wirklich Zeit und Geld. Weil wenn man auf die Idee kommt von, ach ja, hier die einfachste Lösung wäre jetzt die Wand hier wegzunehmen. Und dann fängt man an so von Mist, da muss ich ja diese Wand wegmachen und ich habe 3 Container Bauschutt und wochenlang arbeiten, da muss ich dann Träger einziehen und dafür muss irgendwie ein Statiker kommen und lauter Gedödel. Während wenn man überlegt von, ach ja, wenn ich jetzt um diese Wand irgendwas drumherum baue oder das einfach den Grundriss umdrehe und die Wand bleibt drin, dann habe ich einfach tausende Euro und Wochen Arbeit gespart. Und das ist halt am Endeffekt dann wirklich auch die schnellere Lösung. Und beim Bauen kann man vor allem auch nicht planen. Also während ich da irgendwie Sand schaufel im Regen, kann ich halt keine Pläne zeichnen. Das heißt, es ist wirklich so, man muss sich die Zeit nehmen, weil nach dem Sandschaufeln ist man super müde und hat keine guten Ideen mehr. Während des Sandschaufelns kann man halt keine Pläne zeichnen, muss man halt wirklich die Zeit sich nehmen. Weiterer Punkt ist auch Auftreten, wenn man da zu einem Makler geht, zu einer Besichtigung geht, als normaler Hacker, ich bin Hacker, ich habe einen Hoodie, das ist Arbeitskleidung, ohne Hoodie, da werd ich nicht ernst genommen. Außerdem habe ich irgendwie so einen alten Auto mit Hagelschaden, so ein Hyundai, weil es ist halt gut und günstig und wenn man ein Auto haben möchte, das gut funktioniert, that's the way to go. Und zum Glück sehe ich auch nicht so richtig alt aus, ist ja auch schon mal von Vorteil in meinem Alter. Makler und Eigentümer erwarten da irgendwie was anderes. Die erwarten die Leute, die am Porsche vorgefahren kommen, die dann irgendwie irgendwie im Anzug da stehen, obwohl man da irgendwie einen alten Bauernhof anschauen muss und weiß ich nicht, außerdem noch mindestens 60 ist oder so. Deswegen kann ich sehr empfehlen, da sicher aufzutreten, Erfahrung zeigen. Man kann auch einfach mal Dinge erzählen. Also wir haben einfach, man kann sich so ein bisschen Fachvokabular aneignen
Und dann kann man ja ein bisschen so tun, als ob man eine Ahnung hat. Man hat ja auch häufig sehr viel mehr Ahnung als die, aber muss man auch einfach raushängen lassen. Häufig sind wir dazu übergegangen, auch einfach das Thema Finanzierung offen anzusprechen, ja, darüber zu reden von, ach ja, das ist irgendwie, ja, dass wir das machen, das kostet hier 100.000 Euro und da 100.000 Euro. Und ja, wenn man ein paar 100.000 Euro hat, da kommt schon einiges an Geld zusammen. Einfach mal Zahlen in den Raum stellen, so von, ach ja, hier, die Wand muss weg, das kostet 30.000 Euro, irgendwas. Ja, können die Leute eh nicht prüfen. Ach, die Heizung muss neu, ja, 50.000 Euro. Ja, ja. Und das hilft einfach enorm, damit die Leute einen auch ernst nehmen. Meine Lieblingssache ist mit dem Zollstock rumstochern, das ist super, da fühlt man sich wie der TÜV-Prüfer, der unter eurem Auto da mit dem Schraubenzieher im Unterboden rumstochert. Mit dem Zollstock kann man super in Fugen, Löchern, sonst was rumstochern und so. Und ab und zu findet man da wirklich spannende Öffnungen drin. Und dann, oh ja, der ganze Zollstock geht da rein, ist ja spannend. Was ist dahinter? Spannend ist auch mein Lieblingswort. Also wenn die Leute irgendwas zeigen und sagen, oh, ist das spannend. Ja, dann fühlen sie sich auch immer richtig schlecht, weil man sucht ja immer die schwierigen Sachen. Ja, wichtiger als die Besichtigung ist aber vorher, sich vorzubereiten, Unterlagen zu sichten. Wir sind dazu übergegangen, einfach alle Unterlagen anzufordern. Die Leute sind da häufig ein bisschen zurückhaltend. Einfach anrufen und sagen von hier, ich bin vom Fach. Ja, ich kann Pläne lesen. Schicken Sie mir einfach mal alles. Ja? Weil ich lieber 3 Stunden vorher mir Pläne an, also ich schaue mir lieber 3 Stunden lang Pläne an, als ich irgendwo hinfahre. Dieses Hinfahren, Haus besichtigen, sicher in so einer Größenordnung, da ist man mal easy einen halben Tag unterwegs. Ja, Besichtigung dauert 2 Stunden, fährt mal Stunde hin, Stunde zurück, halber Tag ist rum. Ja, und das macht man halt jetzt auch nicht mal eben nur so zum Spaß. Und wenn man da hinkommt und nach 10 Minuten feststellt, ja, das passt gar nicht, hätte ich ja auch besser vor meinem Plan schauen können. Deswegen einfach alle Unterlagen anfordern, alle Fotos, alles, was die geben können. Und dann sieht man ja häufig so von, okay, ist da was machbar? Ja, passt das von der Raumaufteilung ungefähr? Was kann man da umbauen? Umbauplan ist auch am besten mit dem Plan zu machen. Also ein Plan ist wirklich so das, was ich am allerliebsten habe. So einen richtigen normalen Grundriss bemaßt ist nicht das, was der Makler gezeichnet hat, sondern wirklich den normalen Grundriss vom Architekten bemaßt. Dann hat man auch richtige Maße dabei. Weil sonst die Leute, die zeichnen sich irgendwas, das passt überhaupt nicht mit der Realität überein. Hilfreich ist auch vorher bei Google Maps zu gucken, Satellitenbild, wie sieht die Umgebung aus, mal eben von oben in den Garten reinscrollen, zu gucken von, oh ja, wie weit ist die Autobahn, die Bahnschienen, der Flughafen da so entfernt. Man kann da auch häufig mal eben so gucken, wie die Umgebung aussieht. Kann man sich da vorstellen zu wohnen? Weil häufig kommen die Fragen, Leute, von der kennen sich hier aus. Ja klar, kenne ich mich hier aus, ich habe ja vorher geguckt, wo der nächste Supermarkt, der nächste Bäcker, der nächste Kindergarten, die nächste Autobahnauffahrt, der nächste Bahnhof ist und wie der Fahrplan von dem Bahnhof ist, damit ich weiß, ob da einmal am Tag oder alle halbe Stunde zukommt. Das macht einen riesen Unterschied. Mal ganz großer Tipp ist auch noch das Geoinformationssystem, abgekürzt GIS. Das gibt es häufig für Landkreise, Bundesländer. Müsst ihr einfach mal googeln, eure Gegend und GIS, das Geoinformationssystem. Das ist das offizielle Ding, wo die Stadt so ihre Planungsunterlagen drin hat. Das ist der offizielle Plan mit den Grundstücksnummern, den Flurgrenzen, also die Flurstücke. Da ist ein Luftbild dabei, das besser ist als das bei Google Maps. Und man kann jede Menge Layer drüber legen. Zum Beispiel zum Thema Hochwasser. Das ist auch mal so ein aktuelles Thema, irgendwie Hochwasser, jetzt neu auch so Unwetter, Starkregenkarte, genau. Also falls da irgendwie mal mehr Wasser vom Himmel runterkommt, als erwartet ist, da gibt es dann auch verschiedene Layer, so für ein 10-jähriges Hochwasser, 100-jähriges Hochwasser, extrem unwahrscheinliches Hochwasser. Aber da kann man mal eben nachgucken, wie hoch das extrem Hochwasser steigt und ob das vielleicht durch euren Garten oder durch euer Wohnzimmer fließt. Sehr hilfreich. Da kann man auch eben gucken, wie es dann zum Beispiel schaut mit Lärm. Häufig gibt es auch noch so Lärmkarten dabei von, ach, der Flughafen ist da. Ja, wie sind da die Lärmverteilung von den Flugzeugen, die da rumfahren oder von der Autobahn oder von den Zügen. Da gibt es alles Mögliche, weil das wirklich das ist, womit die Stadt halt plant. Wichtig ist auch darin, dass da das Baurecht aufgeführt ist. Also wenn es einen Bauungsplan gibt, also Auflagen, die man da erfüllen muss. Oder dann kann man auch erkennen, ob das im Innen- oder Außenbereich ist. Machen wir nachher noch. Mit diesen ganzen Informationen ist man wirklich dann besser aufgestellt als der Makler. Also wir haben häufig dann den Makler komplett ignoriert und uns die Führung halt selber gegeben und dann mit dem Eigentümer ein bisschen gefachsimpelt, weil wenn man vorbereitet dahin kommt, da guckt man sich eigentlich nur noch die spannenderen Dinge an und ich muss mir nicht mehr das Wohnzimmer anschauen, wo ich schon vorher das Foto von gesehen habe, dann gehe ich da bloß noch durch, sage von, ah ja, das ist genauso wie auf dem Plan, genauso wie auf dem Bild, fertig.
Ja, und dann gucke ich mir die spannenden Dinge an. Die Ecke zum Beispiel da hinten, wo ich vielleicht geplant habe, dass da noch eine extra Wohnung und noch ein Treppenhaus oder eine Tür eingebaut werden muss. Diese Ecke ist dann plötzlich viel spannender als das Wohnzimmer da vorne, wo der Rest das quasi bleibt, wie es ist. Ja, deswegen, ja, da kann man halt vorher wirklich die Zeit nutzen, um die Ausschlusskriterien zu finden. Und man kann sich jede Menge Besichtigungen sparen. Man muss sich natürlich aber auch die Zeit natürlich nehmen, um dann nachts, ja, oder wann auch immer, sich in Ruhe diese Unterlagen zu Gemüte zu führen und dann auch gut vorbereitet irgendwo hinzugehen. Weil unvorbereitet zu einer Besichtigung zu gehen, das kann man machen, aber das kann man sich auch eigentlich auch genauso gut schenken, weil ja, das bringt halt nichts. Die zeigen einem irgendwas und dann ist man beeindruckt davon, von dem tollen Laminatboden, der drin ist, in der tollen Einbauküche. Ich habe mir aber schon hingegangen, habe gesagt, ich gucke mir keine Dinge an, die unter 10.000 Euro sind. Ja? Hier, dieser Laminatboden von der Wohnung, der ist mir steht egal. Ich meine, der Laminatboden, der kostet 0 Euro den Quadratmeter, dann kann ich im Baumarkt kaufen. Ja? Wenn ich hier ein Haus kaufe von 1,5 Millionen Euro, ist mir der Laminatboden echt das allerletzte von dem ganzen Ding. Ich sage immer, die teuren Dinge, das ist das, was man nicht sieht. Ja? Die feuchte Wand, die sieht man nicht. Ja? Eine kaputte Dach, das sieht man vielleicht, wenn man ganz gut von unten guckt oder von oben unter das Dach klettert und da sich dreckig macht und dann da unter das Dach guckt und guckt von, ach ja, da, der Balken, der ist morsch. Das ist ja interessant. Ja? Ja? Und da guckt man die anderen Balken an, ach, die sind ja auch alle morsch. Oder ist nur der eine Balken morsch? Dann kann ich sagen, hier, euer Balken, der ist morsch, kann ich tauschen, ist machbar, die anderen sind ja in Ordnung, ja, aber da müssen wir was im Preis machen, ne? Weil euer Dach ist im Morsch, ne? Und im Altbau hat man immer wieder spannende Sachen, die man entdecken kann. Wichtig ist bei der Besichtigung wirklich so diese Bausünden zu entdecken. Jeder Altbau hat Bausünden. Ja. Ja, wenn es mehrere Interessenten gibt, aber bei so Spezialimmobilien ist man da eher so, kann man auch einfach Sachen machen. Ja, also können wir nachher mal drüber reden, aber eigentlich, man ist da nicht der Bieter in so einem Prozess. Das ist keine Eigentumswohnung und auch kein Reihenhaus, das man da hat, wo 20 Familien durchgeschleust werden und man da sofort ist. Ja, ein Haus von 2 Millionen Euro mit 5 Wohneinheiten, das kauft man nicht mal ebenso. Ja, da muss man vorher mit der Bank drüber reden. Das macht die Bank auch nicht mal ebenso. Ja, da muss man mit der Bank drüber reden. Die wollen vielleicht noch einen Gutachter rausschicken, weil es eine Spezialimmobilie ist. Das ist für die Bank ja auch ein Risiko. Das ist wirklich, also da sind lange Prozesse. Kann man am Ende machen, aber kostet halt Geld. Gutachter einschalten ist ein guter Punkt, aber kostet. Ja, die Frage war, ob man eigene Expertise ranschafft. Ein Gutachter zum Beispiel kann man machen. Gutachter kann man ranschaffen, kostet halt Geld. Also Leute, ja, ein Gutachten kann man machen lassen, kostet 1.000 Euro. Ja, das sind 1.000 Euro, die sind verbrannt, sobald, wenn du beschließt, dass du das Haus nichts für dich ist. Das heißt, da kann man wirklich am Ende Dinge tun. Da kann man halt mit Leuten mal drüber reden. Hier, diese Heizung, die muss gemacht werden, weil die ist 30 Jahre alt oder 40 Jahre. Da kann man dann mal durchgehen und gucken oder mit irgendeinem Sanierungsberater durchgehen. Aber da muss man schon sehr, sehr konkret sein. Da muss man sich sehr sicher sein, dass es sich lohnt, jetzt die Zeit und das Geld da reinzustecken. Weil ansonsten ist es halt weg und ja, 1.000 Euro sind da schnell dabei. Genau, es geht also wirklich darum, wir können da nachher auch nochmal drüber reden, aber wirklich geht darum, Bausünden zu finden, Schadstoffe zu finden, Umbauten zu finden, Basteleien auch immer gerne, wenn die Leute nochmal irgendwas gebastelt haben, nachträglich gedämmt haben. Ach, hier ist so zugig, da kleben wir da einfach Styropor aus dem Baumarkt dran zum Beispiel und am Ende hat man da halt den riesen Schimmelschaden hinter dem Styropor, wenn man das abnimmt, weil das halt nicht hinterlüftet ist und die Feuchtigkeit sich da gestaut hat. Also diese Bausünden ist wichtig zu finden, den morschen Balken, weil das kann auch schnell ins Geld gehen. Außerdem ist halt wichtig zu gucken, wie die Bausubstanz ist und die Gebäudetechnik. Vor allem auch die Gebäudetechnik, die ist halt, ja, wenn die teilweise in 70ern ist, Kabel, Rohre, das kann man dann neu machen. Ja, das Haus halt, das muss nicht nur jetzt funktionieren, das muss auch in 20 Jahren funktionieren. Wenn ihr jetzt was da macht und ihr wollt euch ein neues Badezimmer einbauen und die Rohre dahinter sind morsch, ja, dann habt ihr in 3 Jahren Wasserschaden und Wasserschaden im Badezimmer bedeutet, ihr müsst die Fliesen aufklopfen, das heißt, ihr könnt das Bad neu machen. Das ist immer eine gute Gelegenheit, das Bad neu zu machen, wenn man Wasserschaden hat. Aber ja, deswegen, wenn ihr jetzt das Bad neu macht, macht ihr jetzt auch die Rohre neu. Und ja, teuer ist wirklich das, was man nicht sieht, nämlich genau diese ganzen Wände aufmachen, die Leitungen neu zu ziehen. Ja, das dauert richtig lange, das ist richtig viel Arbeit, macht richtig viel Dreck, deswegen macht ihr es auch jetzt, wenn ihr einzieht. Und
kostet auch richtig viel Geld, weil Material ist teuer geworden, Arbeit ist auch super, super teuer geworden. Und ja, es geht nicht um den Laminatboden, sondern darum, dass das Ganze halt funktioniert als Haus für die nächsten 20, 30 Jahre, damit ihr da eure Ruhe habt. Ganz wichtig ist auch zu gucken, wie das mit der Baugenehmigung ausschaut. Mein Lieblingsthema sind auch so Schwarzbauten und Sachen, die keine Baugenehmigung haben, vor allem im Außenbereich. Da wieder so Sachen, wo ich sage, oh ja, ist ja spannend, ja, was ihr da gebaut habt. Ja. Ist denn das überhaupt genehmigt? Und da kriegt man so teilweise Sachen, ja, nee, das ist gut zu sagen. Ja, nee, das ist verjährt. Spoiler Alert, das verjährt genau nicht. Also jemand, der das schon mal weiß, vom Baurecht, das verjährt nicht. Und wenn da im Außenbereich Dinge gemacht wurden, da könnt ihr es abreißen. Exkurs Baurecht, ein weiteres Hassthema von mir. Jura ist genau das Gegenteil von IT. Bei Juristen sind Gesetze immer Auslegungssache. Du guckst dir so ein Gesetz an, denkst von, ach ja, cool, das ist 2 A4-Seiten. 2 A4-Seiten, komm, halbe Stunde lese ich das eben. Ja. Ja, 3 Stunden später bist du über den ersten Paragraphen noch nicht raus. Plötzlich ist 5 Uhr morgens und du hast gerade so ein bisschen verstanden, was das Problem ist. Weil Juristen, da sind Gesetze immer Auslegungssachen. Da steht nicht genau drin, wie es gemeint ist. Da steht drin so von, ja, in der Regel ist das und das so. Ja, muss man übersetzen. In der Regel heißt immer, ja, und Ausnahmen gibt es quasi nicht. Dann besorgt man sich den Kommentar dazu. Ja, Gesetze stehen im Internet, Kommentare muss man sich besorgen, die sind geschützt und vielleicht hat man ja irgendeinen Juristen, der mal irgendwie eine Kopie gibt und Zugriff oder so drauf. Ja, oder irgendwo in der Bibliothek, ja, muss man halt mal gucken. Kommentare sind auch nur begrenzt hilfreich, es gibt irgendwie so Beispielurteile, aber die geben auch immer das Offensichtliche an. Ja, da steht drin so von, ja, man darf maximal 250 Quadratmeter Fläche haben und dann wollte halt jemand 500 Quadratmeter haben. Ja, und noch ein Schwimmbad anbauen, unterirdisch. Ja, natürlich wurde das nicht genehmigt. Ja, ach nee. Ja, aber da brauche ich jetzt auch kein Beispielurteil für. Aber das sind die Beispielurteile von Juristen. Ja, und in der Informatik ist Verhalten eigentlich immer deterministisch, weil indeterministisches Verhalten ist immer super, super ätzend. Das wollen wir eigentlich nicht. Und ja, wenn wir das testen, dann testen wir auch mal die Grenzfälle. Dann testen wir halt, was passiert denn bei 251. Ja, wenn 250 erlaubt ist, teste ich 251. Ja, und Juristen testen 500. Ja, toll. Ja, 500 klappt natürlich nicht, aber 251 vielleicht ja schon. Ja, Baurecht ist allgemein sehr restriktiv, wenn man mit so Bauamtsleuten telefoniert. Die sind immer super, super vorsichtig, weil die halt wirklich, ja, die planen halt für Dekaden. Wenn die jetzt sagen, von hier, da baust du wir genehmigen dir hier einen Turm oder hier einen Parkplatz oder irgendwas, ja, du verbaust dir das Stadtbild für Jahre hinweg. Ja, wenn die halt irgendwie ein pinkes Gebäude in ihrer Innenstadt genehmigen, dann hast du für immer das pinke Gebäude da stehen. Und irgendwann ist halt 5 Jahre später pink nicht mehr modern. Und jeder wundert sich von, wer hat denn da dieses scheiß Gebäude da genehmigt? Ja. Deswegen, also diese Bauamtsleute, die sind super, super restriktiv und vor allem Planung ist super teuer und aufwendig. Und ja, wenn es dann doch nicht wird, dann kann man das Ganze wegschmeißen und neu anfangen. Und man hat super viel Zeit und Geld investiert für Dinge, die man halt nicht mehr braucht. Weiterer Exkurs auch noch, Außenbereich, ich habe es gerade schon gesagt, das ist nicht der Garten, das ist nicht mit Indoor und Outdoor vergleichbar, sondern das ist baulich im Außenbereich. Weil wenn ihr euch irgendwie einen Bauernhof kaufen wollt oder einen Gutshof oder ein Schloss, das ist häufig nicht in der geschlossenen Ortschaft, sondern außerhalb davon. Das ist der sogenannte Außenbereich. Der ist also außerhalb von geschlossenen Ortschaften und das ist Paragraph 35, wenn ihr es mal irgendwie seht, da kann man auch dann toll mit punkten, wenn man bei der Besichtigung ist, sagt man, ach ja, ist ja hier Außenbereich, Paragraph 35, ja, ist mir geläufig und da habt ihr schon mehr Ahnung als der Makler und da könnt ihr dem Makler erklären, dass er dir gerade erzählt von, ach, da kann man ja toll eine Gaube draufbauen oder ein Dachflächenfenster, what not, und sagst du, das ist gar nicht genehmigungsfähig, ja, weil das, die Regelung ist, dass man da nämlich nicht bauen darf. Es soll von Bebauung freigehalten werden. Da gibt es privilegierte Ausnahmen, das sind eigentlich Landwirtschaft, also Hauptberuf Landwirtschaftsleute, die damit ihr Geld verdienen, nicht die Leute, die ihr Pferd halten wollen oder ein Känguru oder irgendwie was oder Kaninchen, sondern wirklich die Leute, die damit dick Geld verdienen,
die sind privilegiert, die können da irgendwie Ställe bauen und Siloanlagen und andere Dinge oder Atomkraftwerke, das ist auch Ausnahme, aber mit Wohnen soll eigentlich nicht, weil die haben super Angst davor, dass ihr da jetzt wohnt und dann plötzlich da irgendwie 5 Leute mit 5 Wohneinheiten wohnen und dann wird das irgendwie zu einem Dorf oder so und dann klagt irgendjemand vor Gericht und sagt von, ach guck mal, das ist doch quasi eine geschlossene Ortschaft hier und dann muss man da noch mehr Häuser genehmigen können oder da muss dann irgendwann die Kläranlage gebaut werden oder der Bus muss da lang fahren, weil da so viele Leute wohnen, was weiß ich. Ja, der soll in jedem Fall von Bebauung freigehalten werden. Das heißt, wenn ihr da so ein Haus kauft im Außenbereich, dann habt ihr eigentlich nur Bestandsschutz. Wenn man das ändert ohne Genehmigung, also zum Beispiel da irgendwie eine Gaube dran baut oder irgendwie was dran setzt, ja, dann erliegt der Bestandsschutz und man, und zwar unwiederbringlich, da kann man nicht sagen von, ach sorry, das wusste ich nicht, mach ich schnell wieder zu und dann ist wieder wie vorher, sondern dann kommt wirklich so von der Bestandsschutz erlicht unwiederbringlich. Ab und zu sieht man das auch so im Fernsehen, irgendwelche Satire-Sendungen, von dass da ja, irgendwann eine Baubehörde mal prüft und feststellt, von ja, das ist genehmigt als Hühnerhaus, das ist jetzt ein Einfamilienhaus, da wohnt zwar jemand drin seit 30 Jahren, aber ja, Außenbereich, sorry, das ist nicht genehmigungsfähig, der darf da nicht wohnen. Und dann steht man da und kriegt die Abrissverfügung für sein Haus. Und dann hat man am Ende grüne Wiese. Und zwar eine grüne Wiese, die 2 Euro den Quadratmeter wert ist. Den Abriss muss man auch selber bezahlen, aber man hat am Ende halt kein Haus mehr und auch kein Baugrundstück, sondern wirklich eine Wiese, ja, die man als Acker verwenden kann. Man kann natürlich das umnutzen. Mein persönlicher Tipp ist wirklich einfach beim Bauamt anrufen und mit den Leuten über das Problem reden. Das sind normale, nette Leute am Telefon. Wenn da nichts schriftlich bei ist, dann quatschen die mit einem auch gerne mal. Da kann man mal ausloten, was die denn so für Vorstellungen haben. Manchmal sind die kooperativ und dann stellen die fest, so von ja, das ist jetzt, ja, wir wissen, dass das Außenbereich ist, aber das ist halt hier eine alte Mühle und wir wissen ja, dass das da irgendwie so im Landschaftsschutzgebiet oder irgendwas ist, aber ja, diese Mühle ist ja an sich erhaltenswert und wir wollen ja auch, dass die genutzt wird, vielleicht sogar Denkmalschutz drauf, und dann kann man halt darüber reden, einfach im Denkmalamt anrufen, mal fragen von Jungs hier, wie schaut's denn, was ist denn da machbar? Und dann sagen die von, ja, nee, da ist nichts machbar, das muss so bleiben, wie es ist. Oder, ja, wir verstehen, ja, und da regnet es ja auch rein, wir wollen ja eigentlich, dass das Ding erhalten bleibt, deswegen, ja, wenn sie dafür sorgen, dass es erhalten bleibt, dann dürfen sie auch wohnen. Ja, auch mit mehr Leuten, da genehmigen wir auch noch ein paar Wohnungen dabei, ist gar kein Problem. Dann kannst du sagen von, ja, now we're talking, und dann lohnt sich auch einen Plan zu zeichnen und dann kann man das mal einreichen, einfach per Mail hinschicken und da kriegt man auch mal Feedback darauf und ja, so kann man da mal Dinge planen. Aber kann ich auch mal dann nach hinten, da kann man auch feststellen, von, ja gut, Leute, wenn die sagen von, ja, nee, das geht nicht, dann Planung abgeschlossen, nächstes Objekt suchen. Also es lohnt wirklich mal vorher beim Bauamt anzurufen, mit den Leuten zu reden. Deutlich mehr als da irgendwie sich irgendwelche Sachen auszudenken. Man muss natürlich konkrete Fragen haben, aber wenn man eine konkrete Frage hat, zum Beispiel hier, dieses Objekt hier, Adresse so und so, kann man da wohnen, was muss man da machen? Kein Problem, sind die nett. Ja, wichtig dabei ist halt auch immer realistisch zu bleiben. Einmal realistisch, was ist denn planerisch möglich, was ist denn genehmigungsfähig, was kann man denn überhaupt umsetzen, was ist denn finanzierbar, was ist unser eigener Rahmen, und damit man sich da auch nicht übernimmt, und auch, was kann man denn realistisch selber erbringen, was können wir denn wirklich leisten, was kann ich denn überhaupt, bin ich irgendwie mit so 2 linken Händen oder was kann ich denn lernen, bin ich in der Lage irgendwie eine Trockenbauwand hinzustellen, dann kann ich die Wand hier abreißen, neu dahin machen, ja, mein Abreißen, das geht meistens. Ja, Schubkarre Sand fahren, das geht auch noch relativ gut, wenn man nicht irgendwie stark im Rücken hat, aber kostet alles Zeit. Also man muss halt überlegen, wofür habe ich Zeit, ich muss ja auch noch irgendwie ein bisschen arbeiten, habe vielleicht noch irgendwie Familie, andere Verpflichtungen, und ja, was kann ich denn überhaupt und damit dann wirklich umsetzen? Und was müssen wir denn machen lassen? Und kriegen wir dafür denn dann überhaupt Leute? Leute bekommen mittlerweile ist schwierig, fähiges Personal. Oh, wenn ihr mal einen fähigen Handwerker habt, also, ja, ist Gold wert. Ja. Was man da an Leuten findet, ja, die da, ja, da kommen, ist der Wahnsinn. Und was die mittlerweile kosten, ja, 50, 60, 70 Euro netto, nicht, dass ihr anfangt zu träumen. Da kommt dann nochmal Steuer drauf. Das ist am Ende, ja, wenn die da mal 8 Stunden arbeiten, das ist halt richtig Geld. Und Material ist teuer geworden. Wenn ihr mal guckt, was so Baustoffpreise kosten. Ja, so der Sack Zement, ja, das ist doppelt so viel wie vor 5 Jahren. Das ist der Wahnsinn, wie teuer Sachen geworden sind. Deswegen muss man wirklich immer realistisch bleiben, immer auf dem
Boden bleiben, was man machen kann. Und weil es muss am Ende auch wirklich ja, ein cooles Projekt werden. Man muss da irgendwie was Schönes mit umsetzen können. Weil es soll am Ende auch immer noch Spaß machen und nicht bloß irgendwie, ja, ihr sollt nicht Knecht von eurem Hackerdorf sein, ja, was nicht mal nur von euch ist, sondern auch die anderen drin wohnen. Ja, zusammengefasst, meine Zusammenfassung, mein großer Tipp ist, lasst euch nicht ärgern. Das ist ein cooles Projekt, kann man cool machen. Wenn es funktioniert, super, aber lasst euch bitte nicht ärgern. Ärgert euch nicht, wenn es nicht funktioniert, wenn ihr feststellt, von ach, das ist ja das, was wir uns hier angeschaut haben, das klappt so nicht. Aber man muss halt wirklich dabei motiviert bleiben und auch jahrelang dabei bleiben. Die Reise wird sehr, sehr, sehr lang werden. Hauptfrage ist wirklich, wie will ich leben? Wie wollen die anderen leben? Diese Frage, wie will ich leben? Wie will ich in 20 Jahren leben? Das ist der wirklich Knackpunkt. Das müsst ihr für euch selber beantworten. Das muss jeder für sich selber beantworten. Und wenn ihr feststellt, von, ach ja, ich habe lieber hier das Rhein-End-Haus im Neubaugebiet, da habe ich weniger Ärger mit, ja, dann ja, macht das. Ist gar kein Problem. Ja, das ist deutlich schneller und einfacher, als hier irgendwie den Bauernhof zu bauen. Und ja, Altbau ist kalt und zugig im Winter und ist jahrelange Arbeit. Das andere, das ist schnell fertig, es ist warm, man hat den Bus vor der Tür, man kann das Auto in der Garage davor parken, die Kinder können nebenan bei den Nachbarn spielen. Das hat viele, viele Vorteile. Ja? Also man muss sich da halt nicht irgendwie Illusionen hingeben. Das, dass Leute das machen, ist nicht irgendwie eine abstruse Sachen. Ja, dann wirklich überlegen, was ist ein Must-Have-Kriterium, was ist Nice-to-Have, festlegen und dann kann man damit dann durchgehen, Objekte besichtigen, planen und möglichst schnell wirklich konkret werden. Nicht irgendwie vom Traumschloss träumen und weil man halt nie eine Immobilie findet, die dem entspricht, dann halt nicht weitermachen, sondern dann möglichst schnell konkret werden, auch damit man sieht von meine Wohnung könnte so oder so, so und so hier ausschauen. Ja, ist das das, was ich möchte? Kann ich mir hier vorstellen, hier zu wohnen? Kann ich mir vorstellen, in 10 Jahren, in 20 Jahren hier zu wohnen? Ist mir das ganze Geld und den Aufwand wert? Und ansonsten kann man sagen, von ja gut, dann halt nicht. Ne? Auf unserer langen Reise, da haben viele Leute mitgemacht und haben gesagt, ach, das könnte ich mir vorstellen. Ja, und das ist am Ende immer kleiner geworden. Und aber am Ende ist natürlich dann kleiner ist besser handhabbar. Also ich kann dabei jetzt sehr, sehr gut entspannt schlafen von der Finanzierung. Deutlich entspannter, als wenn ich jetzt irgendwie ein Millionenprojekt hier hätte, was ewig teuer wäre. Sondern ich kann mir da sogar noch Monate Elternzeit bei leisten, weil ich umbauen kann und Zeit mit meinem Kind verbringen kann. Ja, gute Planung lohnt sich und es lohnt sich auch, Erfahrung aufzubauen. Ja, ich bin selber auch nur IT-Security-Expert. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Häusern bauen, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird man automatisch der Finanzierungsexperte und hat genauso viel Ahnung wie die Leute bei der Bank oder sogar noch mehr. Ja, und man erkennt auch relativ schnell die typischen Schwachstellen in Häusern, findet halt im Morschebalken, ach, das ist ja spannend, da geht ja mein Zollstock einen halben Meter tief rein, was ist denn dahinter? Ne? Ja, und ja, diese Erfahrung hilft einem wirklich dabei, schnelle und gute Entscheidungen zu treffen und dann wirklich auch irgendwann zu sagen von, ja, das ist es, das kaufen wir, da machen wir einen Finanzierungsplan für und am Ende dann zum Notar zu gehen, sagen von, dafür zu unterschreiben und dann halt wirklich Eigentümer einer Immobilie zu sein. Ja, damit ist mein Vortrag zu Ende und wir können jetzt zu den Q&A-Teil übergehen. Wir haben noch 5 Minuten und ansonsten können wir uns nachher noch bei der Post treffen, beim Kaffee. Ich gebe hier mal das Mikrofon durch. Ja, die Sache mit dem Außenbereich kenne ich gut. Ich wohne selbst im Außenbereich. Dementsprechend ist das an der Stelle immer sehr interessant, wenn man mal weiß, was da geht und was nicht. Genau. Aber eine Frage wurde jetzt in dem ganzen Wort auch noch nicht beantwortet. Du hast an der Stelle gesagt, du hättest was gekauft, aber wie weit ist es denn jetzt im Projekt gelegen? Es ist meins, ich wohne drin. Wir sind da gerade fleißig am Renovieren. Es ist so ein Vierkanthof mit so 500 Quadratmeter Wohnfläche mitten im Dorf. Also es ist mit der S-Bahn nebenan. Also es ist hat viele von unseren Kriterien so erfüllt. Ja, das wird dann mit 4, 5 Einheiten bewohnt werden. Also das klappt, aber es war eine sehr, sehr lange Reise. Und man weiß vorher wirklich nicht, was einem da so erwartet.
vier Einheiten oder ja, also und dann zwei bis mehr Leute pro Einheit. Also die Frage war, wie das läuft, wenn dann noch mehr Leute dazukommen. Das ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Will ich mir diese Reserven offen halten? Weil Immobilien sind halt teuer und Sachen leer stehen lassen ist halt wirklich teuer. Deswegen muss man auch wirklich realistisch bleiben. Wie groß ist das Ganze? Wie viel Geld haben wir? Was können wir uns überhaupt leisten? In unserem Fall ist es halt baulich im Innenbereich. Das heißt, falls da wirklich noch jemand kommen sollte und so, da kann ich ja was anbauen. Ich habe ja Bauland. Da kann ich ja sagen von, ach ja, dann stelle ich halt hier noch was dran oder ich baue oben noch irgendwie ein Dachgeschoss, einen Dachboden aus. Das geht dann. Oder ja, vielleicht auch ja, in 10 Jahren zieht der Nachbar aus und man kann sich halt in der Straße noch ein weiteres Haus kaufen. Kann man natürlich auch machen. Also das sind halt so diese Möglichkeiten, die man dann zum Beispiel hat im Dorf. Ja, versus, ja, man ist irgendwo im Außenbereich, wo halt genau nichts geht und man dann steht und mit dem, was man halt an genehmigten Sachen hat. Okay, also es ist keine geschlossene Gemeinschaft oder so. Ja, mehr oder weniger. Also es ist halt wirklich so ein Ding, wie man es halt für sich selber aufbauen möchte. Aber es ist halt, man kann natürlich auch hingehen und sagen, von, ja, ich kaufe jetzt hier so ein Mehrfamilienhaus und ich vermiete Dinge. Dann ist man wirklich relativ offen und relativ flexibel beim Dinge, Leute einziehen, Leute ausziehen. Wenn man sagt, von, ich kaufe mit mehreren Leuten was, dann ist das einfach schon durch die Struktur relativ fix. Ja, weil Immobilien kaufen, verkaufen ist Nebenkosten, Grunderwerbssteuer, Notar, ist man 10% los. Okay, danke. Bitte. Zu deiner zweiten Folie so irgendwie, aber ist das nicht Punkt, Punkt, Punkt und so, irgendwie WG, Kommune, bla bla bla, irgendwas? Also ich würde dem noch eigentlich anfügen wollen, ist das nicht irgendwie wahnsinnig privilegiert? Privilegiert? Ja, also wie wird umgegangen mit Menschen, die vielleicht Interesse haben, sich an irgendwie so einem Nerd-Dorf da irgendwie anzuschließen, die möglicherweise so ein bisschen auf soziale Unterstützung angewiesen sind, aber trotzdem irgendwie aktiv irgendwie mitmachen wollen? Ja, klar, ist natürlich privilegiert. Ja, ich kann mir ein Haus kaufen. Das ist halt ja, ein Privileg von mir, dass ich halt irgendwie ja, viel Geld habe und das ja, finanzieren kann und einen festen Job. Das geht natürlich. Ich kann natürlich hingehen, ich kann sagen, von ich werde jetzt Vermieter und ich kann das ja zum Hartz IV gedeckelten Satz irgendwie vermieten. Das geht natürlich auch, wenn man das gerne möchte. Aber es ist halt wirklich, es ist ja ein Hackerdorf und kein Hackerspace, was ja ein Verein ist, wo jeder Mitglied werden kann, per Definition. Ja? Im Hackerspace, da kann ich jedem Mitglied werden lassen, da hat er einen Anspruch drauf und dann mitmachen. Das hier ist wirklich mein Wohnen, ja, und wie ich wohnen möchte oder meine persönliche Sache. Genau, also es ist wirklich so von, was man halt, ja, wie Sarah schon sagte, wir können hier, ja, das Ziel ist, ja, Dinge zu teilen und dadurch auch Sachen ein bisschen günstiger zu machen. Ich meine, ich kann mir halt auch ein Haus kaufen und ich weiß, Zeit ist zu Ende. Ich kann mir ein Haus kaufen und dann eine Garage dran setzen und alles Mögliche machen, einen Riesengarten und einen Pool. Aber ich will es ja auch teilen und dadurch halt erst alles möglich machen, ja, weil ich selber habe auch nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt alles den Whirlpool auf die Terrasse stellen kann, aber mit 5 Leuten vielleicht schon. So, ganz kurze Frage, welche Gesellschaftsform hast du gewählt? Wir haben das einfach selber gekauft und dann keine konkrete Form. Ja. So, dann vielen Dank und für weitere Fragen können wir draußen weiter diskutieren.